wirklich mit oder ohne Dalai Lama? Was wird aus dem tibetischen Buddhismus? Mit seinem Appell an die Welt in Form eines Sachbuch-Bestsellers hat er kürzlich wieder für Aufsehen gesorgt. Der wohl berühmteste und einflussreichste, einfache buddhistische Mönch, wie sich der Dalai Lama gern selbst bezeichnet. Er plädiert darin für weniger Gewalt und eine säkulare Ethik. Mit seinen 80 Jahren gilt er noch immer als einer der meistbeachteten Religionsführer der Welt. Judith Fürst begrüßt Sie bei der heutigen Ausgabe der Reihe Tao aus den Religionen der Welt. Im Juli hat Tenzin Gyatso, der 14. Dalai Lama, seinen 80. Geburtstag gefeiert. Seit Jahrzehnten lebt das geistliche Oberhaupt der Tibeter, wie er oft genannt wird, im nordindischen Dharamsala im Exil. Für seine Bemühungen um eine friedliche Einigung zwischen seinem Volk und der Regierung in Peking hat er 1989 den Friedensnobelpreis erhalten. Je älter er wird, desto heftiger werden auch die Diskussionen um seine Nachfolge, bei der China dringend mitmischen will. Endet mit dem aktuellen 14. gar die Institution Dalai Lama? Was wird aus den Tibeterinnen und Tibetern und dem tibetischen Buddhismus? Kerstin Tretiner ist diesen Fragen nachgegangen. Es ist still im kleinen Ort Knappenberg auf 1100 Metern Seehöhe. Ab und zu hört man Kuhglocken von der benachbarten Alm und die Hühner, die hier frei auf der Straße laufen. Der perfekte Ort also zum Meditieren. Hier im Tibetzentrum in Knappenberg versuchen sich gerade 15 Männer und Frauen im Sitzen auf ihr Meditationsobjekt zu konzentrieren. Sie besuchen ein zweitägiges Meditationsseminar. Petra Schubert aus Perchtoldsdorf ist hier, um in Stille meditieren zu lernen. Sie sei spirituell auf der Suche und der tibetische Buddhismus spreche sie an, erzählt sie. Dalai Lama hat einmal gesagt, nutze den Buddhismus oder das, was du beim Buddhismus lernst, nicht dazu, ein Buddhist zu sein, sondern ein besseres Ich oder ein besseres Wesen dessen, das du schon bist. Ich denke mal, das reicht mir. Das ist für mich eine Geistesschulung, eine Möglichkeit zur persönlichen Entwicklung. Das gefällt mir dran. Die 47-jährige klinische Psychologin Romana Ondra aus Klagenfurt praktiziert seit Jahren tibetischen Buddhismus. Hier gönnt sie sich 2 Tage Pause zum Meditieren. Also der tibetische Buddhismus ist sehr reich an Ritualen, an Zeremonien, ist sehr lebendig, ist sehr bunt auch und das war ansprechend. Und in irgendeiner Art und Weise ist es mir vertraut, woher auch immer, weiß es nicht. Und natürlich, also Die Figur, seine Heiligkeit, des Dalai Lama, das war natürlich dann auch prägend. Da war einfach ganz stark ein Berührtsein, tief im Herzen auch. Und das hat einfach mich dazu bewogen, mich mehr noch damit zu befassen und auch religiös mich dahin zu wenden. Der tibetische Buddhismus übt auf viele Menschen weltweit immer noch eine starke Faszination aus. Vor ca. 1400 Jahren ist er in Tibet entstanden, erklärt der Religionswissenschaftler Franz Winter. Ernstlich ist Tibet seit dem 7. Jahrhundert mit dem Buddhismus konfrontiert. Es war konkret ein König, der eigentlich versucht hat, von oben herab den Buddhismus einzuführen, der Songtsen Gampo. Er hat offensichtlich versucht, im Zuge der Reichseinigung, beziehungsweise im Zuge des Versuchs, die unterschiedlichen Feudalfürstentümer ins Eins zusammenzufassen, auch den Buddhismus einzuführen. Also der Buddhismus war sozusagen eine Art Grundlage auch einer Reichseinigung. Gegen Ende des ersten Jahrtausends ist es dann zur wirklichen Implantation gekommen, wo dann der Buddhismus zu einem ganz bedeutenden Element der tibetischen Kultur geworden ist und dann zu dem Charakteristikum überhaupt. In Tibet hat der Buddhismus eine ganz eigene Prägung erhalten, sagt Franz Winter. Er verfügt über ein hochkomplexes Ritualwesen und eine vielgestaltige Ikonografie mit Dämonenfiguren und Schutzgöttern. Im Wesentlichen machen den tibetischen Buddhismus 2 Hauptcharakteristika aus, so Winter. Erstens die ausgeprägte Klösterstruktur. Und der zweite Punkt, der ganz wichtig ist, ist das Institut des Lama. Der Lama ist eigentlich nichts anderes übersetzt als der indische Guru. Das ist der Lehrer, der autoritative Lehrer, dem eine sehr hohe Stellung zukommt. Deshalb haben sich alle Buddhismen in gewisser Weise, im tibetischen Buddhismus aber den Eindruck, dass eben der einzelnen Lama-Figur, mit der ich mich als Schüler verbinde, eine ganz
eminente Rolle zukommt. Der hat dann eine Art Funktion der Repräsentation des Buddhismus oder überhaupt des Buddha mir gegenüber. Der tibetische Buddhismus gliedert sich in verschiedene Schulen. Unter den wichtigsten ist auch die Gelug-Schule. Zu den Gelug, übersetzt Gelbmützen, zählt auch der Dalai Lama, was so viel wie großer Ozean der Weisheit bedeutet. Er ist ihr höchster spiritueller Lehrer und zugleich zum geistlichen Oberhaupt Tibets avanciert. Der ist ja entstanden an sich im 16. Jahrhundert. Das war eine enge Anbindung mit der Mongolei, wo der damalige Mongolenherrscher Altan Khan, der über Tibet herrschte, dort einen Stellvertreter gesucht hatte, faktisch. Also wer übernimmt meine Regierungsagenten? Und es war dann ein Orden besonders, nämlich der damals bedeutende Orden der Gelug, die diese Funktion übertragen bekommen haben. Und da wurde auch das Institut des Dalai Lama eingerichtet. Und nachdem die Mongolei immer schwächer geworden ist, beziehungsweise die Anbindung immer schwächer geworden ist, war es dann so, dass ab dem 17. Jahrhundert de facto der Dalai Lama auch automatisch der weltliche Herrscher Tibets war. Man kann durchaus von einer im Endeffekt religiös begründeten Herrschaft sprechen. Am 6. Juli 1935 wurde der spätere Dalai Lama in einem tibetischen Dorf als Sohn einer Bauernfamilie geboren. Im Alter von 2 Jahren wurde er als Wiedergeburt des Dalai Lama erkannt und nach Lhasa in den Palast gebracht. Mit kaum 5 Jahren wurde er intronisiert. Die Tibeterinnen und Tibeter sehen den Dalai Lama als Bodhisattva, als erleuchtetes Wesen, das aus Mitgefühl reinkarniert ist. Er selbst sagt über sich oft, wie hier in einem ORF-Interview bei seinem letzten Österreich-Besuch 2012. Ich bin ein buddhistischer Mönch, das ist meine Bestimmung. Manche sagen göttlicher König, lebender Buddha. Andere sagen Dämon. Das ist Blödsinn. Die Wahrheit ist, ich bin ein menschliches Wesen. Der deutsche Publizist Franz Alt ist mit dem Dalai Lama seit ca. 30 Jahren befreundet. Er hat den buddhistischen Mönch Tenzin Gyatso als absolut authentischen Menschen kennengelernt. Er ist der humorvollste Mensch, dem ich je begegnet bin. Und das vor dem Hintergrund der Leiden seines Volkes. Das ist schon ganz außergewöhnlich, dass ein Mensch, der so viel Lasten auf sich spürt, wie die Verantwortung für sein ganzes Volk, das unterdrückt ist, ein so fröhlicher, einfacher, menschlicher Mensch geblieben ist. Ein sehr authentischer. Ein ebenfalls langjähriger Wegbegleiter, der ehemalige Außenpolitikjournalist, Präsidentensprecher und aktuelle Furche-Herausgeber Heinz Nussbaumer erzählt, er sei noch immer aufgeregt, wenn er ihn treffe. Es ist keine Frage, dass er etwas Besonderes ist. Mein unmittelbarer Eindruck eigentlich jedes Mal ist, dass er zu den wenigen Menschen gehört, von denen ich sagen würde, sie wirken auf mich erlöst. Der Religionswissenschaftler Franz Winter erinnert, dass es unter den Dalai Lamas der Vergangenheit auch durchaus umstrittene Figuren gegeben habe. Der aktuelle 14. Dalai Lama habe sich in einer denkbar schwierigen Situation bewähren müssen. Tibet wurde 1950 von China besetzt, sein Volk musste nach dem blutig niedergeschlagenen Aufstand 1959 fliehen. Und er sei für viele auf beeindruckende Weise damit umgegangen, so Winter. Also er hat eine absolut ausgleichende Funktion. Und aufgrund auch seines Bestrebens, sich als Vertreter Tibets in der Öffentlichkeit zu präsentieren, wird er von den Tibetern auch als ihr Oberhaupt angenommen, bei allen Streitigkeiten und Schwierigkeiten, die da sind. Das hat einfach mit seinem Charisma zu tun, mit seinem unermüdlichen Einsatz zu tun und einfach mit seiner Gesamtausstrahlung, die da ist. Und innerhalb dieser 14 Dalai Lamas ist er zweifellos einer der ganz großen Lichtgestalten, würde man sagen. Der deutsche Religionswissenschaftler, Buddhismusexperte und Dalai Lama-Kenner Michael von Brück betont die Abhängigkeit der Tibeterinnen und Tibeter vom Dalai Lama. Die gegenwärtige Identität der Tibeter, vor allem derer im Exil, aber auch der Tibeter unter chinesischer Herrschaft im Einflussbereich der Chinesen, ist sehr stark abhängig von dieser charismatischen Figur. Dalai Lama versucht alles, um die Bedeutung seiner Figur im politischen Bereich herunterzuspielen. Also er hat eine eigene Regierung eingesetzt, er hat einen Premierminister eingesetzt. Aber soweit ich das wahrnehme, die Tibeter warten auf das Wort des Dalai Lama und das zählt. Das ist in der tibetischen Geschichte ja keineswegs immer so gewesen, sondern es hängt wirklich einerseits an der Gestalt des gegenwärtigen Dalai Lama, kann man nur wiederholen sagen, Charismatiker, und natürlich auch an der prekären Flüchtlingssituation und Exilsituation. So, kommen Sie.
Wir treffen die langjährige Präsidentin der Tibetergemeinschaft Österreich, Zetan Zöchbauer, in ihrer Wohnung und ihrem Stützpunkt in Wien. Sie kredenzt Granatapfelsaft und Nüsse. Willkommen bei uns. Und sehen Sie hier links, rechts alles, Sie sind jetzt im Zentrum des tibetischen Widerstands, also die Widerstandshöhle, wie wir sagen. Von Beginn an hat Zetan Zöchbauer die Aktivitäten der Tibetergemeinschaft Österreich koordiniert, die heuer ihr 25-jähriges Bestehen feiert. Die Community zählt ca. 450 Mitglieder und ist nach der Schweiz und Belgien die drittgrößte tibetische Gemeinschaft Europas. In Gedanken seien alle Exil-Tibeterinnen und Tibeter immer bei ihren Landsleuten im unterdrückten Tibet, so Zöchbauer, die immer noch Widerstand leisten. Das wird oft missverstanden. Ja, China ist überzeugt, dass wir die Tibeter anstiften zum Widerstand, aber es ist umgekehrt, weil uns geht es hier im Exil gut, wir haben ein sicheres Leben und wir würden uns gerne einfach gehen lassen und dieses Leben hier leben, aber die Motivation kommt von innen. Wenn wir sehen, wie sehr die Tibeter in Tibet an der Kultur, am Land hangen, ja, und sich wehren, das Recht zu haben, Tibeter sein zu dürfen, dann können wir auch nicht einfach nur unserer Arbeit nachgehen und Geld sparen und Urlaub machen und so. Das geht nicht. Sie schätzt den Demokratisierungsprozess, den der Dalai Lama angestoßen hat. Seit der Flucht ins Exil 1959 gibt es ja eine tibetische Exilregierung. Und vor 4 Jahren hat der Dalai Lama seine politische Macht, zumindest theoretisch, an sie abgegeben. Das System funktioniere, müsse aber noch viel demokratischer werden, so Zöchbauer. Unter anderem aus diesem Grund möchte sie nicht an einen baldigen Tod des Dalai Lama denken. Schrecklich, weil wir sind noch nicht wirklich dort angelangt, wo wir sein sollten und wo es schwierig sein wird, hinzukommen, ohne eine gute Führung, eine weise Führung. Also wir verlieren dann eine Person, in die wir absolutes Vertrauen haben. Das wäre der größte Verlust, den wir im menschlichen Sinne haben können. Dafür muss man wissen, was ist seine Heiligkeit für uns. Ja, ich sage immer, er ist Vater, Mutter, er ist Heimat. Was verlieren wir, wenn wir ihn verlieren? Wir verlieren Vater, Mutter und Heimat. Zurück in Knappenberg in der Kärntner Gemeinde Hüttenberg. Die vom Dalai Lama persönlich gestiftete Freiheitsglocke vor dem Tibet-Zentrum läutet für die 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer den nächsten Teil des Meditationsseminars ein. Sie treffen einander vor dem neuen Zentrumsgebäude. An der Eingangstür hängt ein weißer Gebetsschal. Das komplette Haus ist mit tibetischer Kunst verziert. Rundherum wehen bunte tibetische Gebetsfahnen im Wind. Tibetische Kultur und Kärntner Alpenland, eine eigenwillige Kombination. Doch eine historisch gewachsene. Aus Knappenberg stammt der nicht unumstrittene Abenteurer Heinrich Harrer, der bekannterweise 7 Jahre in Tibet im Palast des jugendlichen Dalai Lama verbracht hat. Er hat Tibet nach Kärnten geholt und indirekt dafür gesorgt, dass sein Freund der Dalai Lama 2008 hier ein tibetisches Bildungsinstitut gründen ließ. Geleitet wird es vom tibetischen Lama Geshe Tenzin Dagye, der in regelmäßigem Kontakt mit dem Dalai Lama steht. So our aim is that, unser Ziel ist, unser tibetisches Wissen zur Verfügung zu stellen, unsere Kultur allen Menschen, egal welcher Religion sie angehören, auf akademischer Ebene zu präsentieren. Wir glauben, dass wir auf diese Weise etwas zu einem friedlicheren Miteinander und zu mehr Harmonie auf der Welt beitragen können. Kind of harmony. Sagt Geshe Tenzin Dagye, der selbst buddhistische Philosophie lehrt. Angeboten werden hier Diplomlehrgänge wie etwa buddhistische Philosophie und Religion, buddhistische Wissenschaft des Geistes, tibetische Medizin sowie verschiedene Meditationsworkshops oder tibetische Sprachkurse. Zwischen 3.000 und 4.000 Besucherinnen und Besucher pro Jahr verzeichnet das Tibet-Zentrum mittlerweile, erzählt die organisatorische Leiterin Monika Eisenbeutel. In Knappenberg fühle man sich wohl, die Einheimischen seien freundlich und erwarten sich vom Zentrum auch eine Belebung der Region. Und das ist auch eingetreten. Also es kommen jetzt immer mehr Leute hierher. Die Leute kommen von überall, also von allen Teilen Österreichs, von Deutschland, der Schweiz, von Italien. Also von daher bringen wir ja was in die Region und das wird uns auch durch Hilfsbereitschaft, Unterstützung, Freundlichkeit gedankt. Also wir haben gutes Einvernehmen und wir sind gut hier aufgenommen. Ich sage jetzt nicht, dass wir Teil der Gemeinschaft sind, das sind wir nicht. Also wir sind schon ein Fremdkörper, aber wir sind
gut und herzlich willkommen. Und tatsächlich, kritische Stimmen zum Tibet-Zentrum zu finden ist schwierig. Die Mehrheit scheint damit zufrieden zu sein. Auch ein paar Kilometer bergabwärts im Ort Hüttenberg. Wie schlecht ist es nicht. Für die ganze Gemeinde ist es sicher gut, dass da Leute herkommen von auswärts. Ich meine, es bringt für die Wirtschaft schon was da für die Gemeinde nicht. Und der Hara ist bekannt gewesen, eben durch das Tibet, da wo er war. Und er hat das hergebracht. Ich finde es schon toll, dass er da ist. Nicht? Kritisanten gibt es überall. Es sind schon einige, die dagegen sind. So. Und, aber mich stört es nicht. Angeschaut habe ich sicher schon öfter, freilich. Ja, wir sind sehr froh, dass wir es haben, weil es ja Gäste bringt und sonst ist ja bei uns eh nichts. Ja, wir können nur sagen, danke, dass Sie da sind. Trotzdem hat das Tibet-Zentrum in Zukunft einige große Herausforderungen zu überstehen. Zum einen endet 2017 der Vertrag mit dem Land Kärnten, das das Zentrum mitfinanziert. Eine Vertragsverlängerung und somit auch die weitere Finanzierung ist ungewiss. Derzeit ist man auf Sponsorensuche. Zum anderen ist noch nicht ganz klar, was damit nach dem Tod seines Schirmherrn, des Dalai Lama, passieren wird. Monika Eisenbeutel ist aber zuversichtlich. Wir hoffen natürlich, wir wünschen uns auch, dass das eintritt, was er sagt, dass er über 100 wird. Aber auch wenn er dann eines Tages stirbt, weiß unser Direktor ganz genau, in welchem Sinne er das weiterführen muss, weil er wirklich einen ganz engen Kontakt hat zum Dalai Lama und da bin ich zuversichtlich, dass wir den Weg weitergehen. Für Sie persönlich wäre der Tod des Dalai Lama ein harter Schlag, sagt Monika Eisenbeutel, die seit ca. 16 Jahren tibetischen Buddhismus praktiziert. Er ist wirklich Lichtgestalt, ja, auf so vielen Ebenen. Man kann ganz viel von ihm lernen und er ist eine Person, die das, was sie sagt, lebt und verwirklicht. Und das ist die große Inspiration und das ist das große Vorbild. Ja. Was passiert nun tatsächlich, wenn der Dalai Lama stirbt? Er selbst geht ja davon aus, noch lange zu leben und auch sein Arzt stellt ihm den 100er in Aussicht. Angeblich wird er zu seinem 90. Geburtstag schon einmal einen Ausblick darauf geben, wie er sich seine Wiedergeburt vorstellt. Denn gemäß der Vorstellung des tibetischen Buddhismus kann der Dalai Lama bestimmen, wie und wo er wiedergeboren werde, sagt der Religionswissenschaftler Franz Winter. Nach seinem Tod werde dann ein regelrechtes Suchprozedere in Gang kommen. Man beginnt aber relativ früh schon unter Zuhilfenahme einerseits astrologischer Untersuchungen, könnte man sagen, oder astrologischer Techniken und dann vor allem auch im Zusammenhang mit der Befragung von Orakeln. Die haben also eine ganz große Bedeutung in der gesamten tibetischen Kultur, wo es dann um die Frage geht, in welcher Region ungefähr zum Beispiel wird er wiedergeboren. Und dann wird eine Suchkommission eingesetzt, die hat bestimmte Vorgaben, was eben das mögliche Aussehen betrifft, was eben möglicherweise auch die soziale Verortung und Ähnliches betrifft. Und sie beginnt dann einfach in einer bestimmten Region die Gegend abzuklappern, also nach geeigneten, im richtigen Alter Jungen zu suchen. Und die werden dann einer Prüfung unterzogen. Das ist im ersten Moment dann vor allem diese Geschichte mit den Gegenständen, dass man eben einfach zum Beispiel den Hut, den er verwendet hat, oder eben ganz bestimmte Gegenstände, die er sehr gern gehabt hat, in einer Reihe von anderen vorlegt. Und wenn er eben zum Richtigen greift, sprich zu dem, was dem vorigen Dalai Lama gehört hat, dann schaut schon mal gut aus. Bisher hat der Dalai Lama wohl eher im Scherz gemeint, er könne ja auch als Biene oder als blonde Frau wiederkehren. Realistischer sind da schon Aussagen, die auf eine Reinkarnation im Exil hindeuten oder überhaupt auf ein Ende der Institution Dalai Lama, wie Franz Alt meint. Wenn ich ihn nach dem Tod frage, dann lacht er immer und sagt, naja, also ich habe geträumt, ich werde 113. Ich werde vielleicht die Chinesen noch recht lange ärgern können. Das ist das eine. Das zweite, er sagt, es könnte sein, dass er der letzte Dalai Lama sei, dass es keine Wiedergeburt für den Dalai Lama gäbe, denn die Chinesen haben angekündigt, dass sie Einfluss nehmen auf die Wahl des Dalai Lama. Und das passt ihm natürlich gar nicht. Er sagt, wenn das ein von chinesischen Kommunisten ausgesuchter, kommunistisch orientierter Dalai Lama sein wird, wird uns das kaum helfen. Das will er nicht und sagt, das hilft uns auch nicht. Chinas Anspruch auf die Wiedergeburtenkontrolle kommt daher, dass schon im 17. Jahrhundert der chinesische Kaiserhof die Auswahl des Dalai Lama anerkannt und dazu seinen Segen gegeben hat. Und die heutige kommunistische chinesische Regierung betrachtet sich in dieser Hinsicht als Nachfolgerin des Kaiserhofs und behauptet, nur sie dürfe den Titel des Dalai Lama vergeben. Heinz Nussbaumer kennt den Dalai Lama und die Situation Tibets seit Jahrzehnten sehr gut. Er hat den Eindruck, dass die Hoffnung auf mehr Autonomie für Tibet, wie sie der Dalai Lama ja fordert, in den vergangenen Jahren stark geschwunden ist. Und dass aus diesem geringer werden der Hoffnung auch diese
schreckliche Flut von Selbstverbrennungen entsteht und dass vor allem die Politik Chinas im Sinne von der Sinisierung Tibets, wo die Tibeter schon bald eine klare Minderheit im eigenen Land sein werden, der Zwangssterilisierungen, der Zwangsabtreibungen, der Geschichte von 1,2 Millionen Toten, die fast in jede Familie hineinreichen, dass sich da etwas kumuliert hat, was die Ungeduld der tibetischen Jugend mit der Situation verstärkt und was zu den schon besprochenen Phänomenen geführt hat. Ich glaube, es ist dramatischer, als es vor 20 Jahren war. Laut Nussbaumer werde sich China furchtbar täuschen, wenn es glaube, die Aufarbeitung der Tibet-Frage bis nach dem Tod des Dalai Lama aufschieben zu können. Irgendwann kommt das mit Urgewalt. Und wenn er als der alles und alle am liebsten versöhnende und harmonisierende Faktor nicht mehr da ist, dann wünsche ich auch China viel Glück, dass es dieses Tibet so wie jetzt bei all den Dramen mit 140 Selbstverbrennungen noch unter Kontrolle halten kann. Diese Einschätzung teilt auch die Präsidentin der Tibetergemeinschaft Österreich, Zetten Zöchbauer. Ich denke, vor allem kommt es dann zu weniger Kompromissbereitschaft, zu größeren Forderungen und dann natürlich vielleicht auch Aufstände, die gewaltsamer verlaufen werden, weil so wie es jetzt ist, so wie die Welt jetzt reagiert und China reagiert, da laden sie ja die Gewalt ein. Und es bricht nicht aus, wegen seiner Heiligkeit. Ja, absolute Gewaltlosigkeit, wegen seiner Heiligkeit. Sie wenden Gewalt an sich selbst an, durch die Selbstverbrennungen. Die Grenze ist seine Heiligkeit. Wenn er nicht mehr lebt, ist diese Grenze nicht da. Dem Prinzip der Gewaltlosigkeit bleibt der Dalai Lama konsequent treu. In vielen Büchern hat er bisher schon seine Überlegungen formuliert, wie Menschen gewaltfrei miteinander leben können. In einem früheren ORF-Interview hat er dazu einmal gesagt: We must think more on that fundamental level. Wir müssen auf einem fundamentalen Level denken und nicht die Unterschiede betonen. Ich bin gläubig, du bist ungläubig. Ich bin Buddhist, du Christ, Muslim, Tibeter, Europäer, Österreicher. Das sind sekundäre Unterschiede. Erst vor kurzem ist wieder ein Bestseller über den Dalai Lama erschienen. Darin legt er in einem Interview mit dem Publizisten Franz Alt seine Idee einer säkularen Ethik dar. Ein kurzer Auszug daraus. Seit Jahrtausenden wird Gewalt im Namen von Religionen eingesetzt und gerechtfertigt. Religionen waren und sind oft intolerant. Deshalb sage ich, dass wir im 21. Jahrhundert eine neue Ethik jenseits aller Religionen brauchen. Ich spreche deshalb von einer säkularen Ethik, die auch für über 1 Milliarde Atheisten und für zunehmend mehr Agnostiker hilfreich und brauchbar ist. Wesentlicher als Religion ist unsere elementare menschliche Spiritualität. Ein Religionsführer also, der offenbar den Nerv der Zeit trifft. Es gehe dem Dalai Lama nicht darum, die Religionen zu ersetzen, so Franz Alt, sondern darum, eine Ethik zu erarbeiten, die über sie hinaus für alle gelten könne. Das ist die Grundüberlegung gewesen des Dalai Lama, dass er gesagt hat, wir haben so viel Trennendes. Wir brauchen mehr Verbindendes. Und das könnte eine säkulare Ethik, eine Ethik jenseits aller Religionen sein. Und Liebe, Toleranz, Barmherzigkeit, Mitgefühl, dies alles könnte die Basis eines neuen Ethos sein, quer durch alle Religionen, quer durch alle Philosophien hindurch. Und wenn wir das ausarbeiten, kämen wir einem Weltethos näher als durch die alten Religionen. Und ganz abgesehen von allen Spekulationen rund um seine Wiedergeburt, die Freunde des Dalai Lama, seine Sympathisantinnen und die tibetischen Buddhistinnen und Buddhisten sind besorgt, dass mit dem Tod des Dalai Lama auch der letzte wahre Verfechter der Gewaltlosigkeit und ein starkes verbindendes Element verloren geht.